Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy auf der PlayStation 5. Ja, heute machen wir ein bisschen Gameplay. Ich will euch ein paar Kämpfe zeigen, unter anderem einen normalen Kampf, und dann schmeißen wir uns noch einmal in jo, was Verbotenes, Illegales rein. Ja. Mehr sage ich noch nicht dazu. Gut, dafür werde ich mal da ganz unten sitzen. Ich bin ganz im Süden herunten, im letzten Winkel, im letzten Kritzel, da ganz herunten, im Bereich Klagmaküste. Und da hätte ich mal ausgesucht hier, ich habe es eh schon fertig, das Banditenschloss, aber da sind sehr viele Gegner, darum habe ich mir gedacht, nimmst das, obwohl ich die auch gleich erledigt habe. Das ist jetzt mittlerweile, ich bin schon so stark, da ist oft ein Schlag schon, ist da schon ziemlich, ja, Sieht nach Ärger aus. Aber bevor wir da reingehen, seht, da sind zumindest 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegner. Aber vorher zeige ich euch, sage ich euch, wie ich meine Zauber hier aufgebaut habe. Am Anfang hat man nur hier unten rechts im Eck, seht ihr es, wenn ich jetzt die R2-Taste halte und dann die jeweilige Taste drücke, wirke ich den jeweiligen Zauber. Am Anfang hat man nur vier Möglichkeiten. Also vier Möglichkeiten. Man kann sich vier Zauber ausrüsten, denn es gibt, ihr seht, schon mehr als vier. Ja? Die roten, das sind mehr oder weniger Feuerzauber, aber nicht nur. Allerdings meine Lieblingszauber, ich sag's gleich, wie es ist, ja. Man lernt die erst nach und nach dann im Spiel immer in der Story. Unter anderem ist das Malconfringo, ein ganz ein toller Zauber, aber wir schauen uns das dann genau noch einmal dann später an, beziehungsweise ich könnte schon jetzt gleich, wenn wir dabei sind, machen wir es gleich, dann lese ich das gleich mal vor. Ein Blitz mit großer Reichweite, der Schaden verursacht, wenn er trifft. Gegner, die mit Feuerangriffen getroffen werden, erleiden für einige Sekunden weiter Schaden. In dieser Zeit führen Zusammenstöße zu Brandausbrüchen. Ja. Das ist Confringo und der auch super ist, denn so Steinwände oder so, wo man nie durchkam am Anfang, kann Confringo durchschlagen. Ja, also ganz ein toller Zauber. Wenn ich ihn einmal so wirke, schaut jetzt eher unspektakulär aus, aber der macht ordentlich Wumms, so mittlerweile bei meinem Schadensoutput sowieso. Ja. Das war Confringo. Dann haben wir gleich daneben, den habe ich da auf der R2-Taste mit Kreis belegt. Bombarda, den seht ihr am Bild schon. Das kann aber Confringo auch. Verursacht schweren Schaden, wenn er trifft und führt zu einer Explosion, die zähe Hindernisse zerstören und Gegner im Umkreis treffen kann. Also auch ein ganz ein toller Zauber, der Bombarda-Zauber. Bäm, also ordentlichen Wumms dann schon. Ne? Also, so ein normaler Gegner ist auf einen Satz tot. Ne? Da wächst kein Halm mehr. Ne? So, dann der Klassiker, mein Liebling, ja, Incendio, ja, kennen wir alles. Dieser Zauber hat eine geringe Reichweite, darum musst du dich nahe am Ziel befinden. Er verursacht erheblichen Schaden und zündet bestimmte Opfer an oder Objekte. Gegner, die mit Feuerangriffen getroffen werden, erleiden für einige Sekunden weiter Schaden. In dieser Zeit führen Zusammenstöße zu Brandausbrüchen. Ja. Aber ganz eine tolle Sache und der Flächenschaden hier ist grandios. Ne. Der ist auch viel intensiver geworden. Habe ich mir jetzt auch ausgerüstet, weil man kann sich auch seine ganze Z Zauber und alles verbessern. Man muss sie ja mal finden erst in der Welt und dann kann man die ganzen Zauber dann nicht nur nutzen, sondern auch verbessern. Ja. Also ganz tolle Sache. Bis auf Stufe 3 kann man die bringen. Ja, und der vierte im Bunde, den ich ausgerüstet habe, ist Expelliarmus. Reißt den meisten Gegnern Zauberstäbe und Waffen aus der Hand, verursacht außerdem bei allen Gegnern Schaden, auch wenn sie keine Waffe tragen. Ja? Also ganz cool. Ne? Und dann kann man auch noch diese Waffe dann, die man im Wett genommen hat, sogar noch auf sie zurückschleudern und da macht man nochmal zusätzlich Schaden. Also ganz cool auch. Ne? Und das sind eigentlich die vier, die ich bei meinen roten ausgerüstet habe. Das ist auch die einzige Farbe, wo es fünf gibt. Ja, ist interessant. Einem, was ich noch nicht habe, ausgerüstet, das ist Defindo. Ja. Fügt Objekten und Gegnern aus der Ferne einen Hieb zu und verursacht beträchtlichen Schaden. Also auch eine ganz tolle Sache. Ich rüste mir nochmal ganz kurz aus, nur dass ich nachher zeige. Also der hat auch was drauf und geht auf extrem weit. Ganz tolle Sache.
Aber wenn ich so weiter schieße, mache ich den noch auf aufmerksam auf mich. Ich glaube, sie haben eh schon gesehen, oder? Aber hertrauen sie es ja nicht wirklich, oder? Ja, haben schon wieder abgetan von mir. Also gut, dann kann ich weiter erklären. Also das war mal die rote Abteilung. Jo, wie gesagt, und am Anfang hat man eben nur diese vier Zauber, ja, zur Verfügung, ja. Und dann später mit der Zeit hat man auch hier mehr Plätze dann zur Verfügung, ja. Also ich kann jetzt einmal die R2-Taste drücken, und wenn ich die R2-Taste drücke und wie gesagt Kreisviereck, Dreieck oder X drücke, dann wirke ich den jeweiligen Zauber. Und dann, und jetzt kann ich mit der Richtungstaste, mit der, hallo, was war das? Kann ich noch mit der Richtungstaste wechseln in andere Bereiche, und ich habe vier. Seht ihr? Ich halte R2 und drücke jetzt links, rechts, rauf und runter. Ist das, ist eine coole Sache, ne? Coole Sache. Okay, jetzt haben wir mal die roten, dann machen wir gleich die blauen, denn ihr seht, haben wir alle vier. Da kann ich gleich alle vier wirken. Da haben wir mal zum einen Depulso, ja. Auch ein Make extrem starker Zauber, der Sachen oder Objekte wegschleudert. Ja. Ganz toll. Accio oder Accio, die Vierecktaste, der wiederum zieht solche an. Kann jetzt schlecht herzeigen, weil ich kein Objekt da habe. Und wenn ich dieses Objekt dann, aber das funktioniert nicht nur bei Objekten, sondern auch bei Gegnern, ich zeig's euch mal. Sehen? Ich ziehe nachher. Coole Sache, ne? Zieh nur gleich her. Jetzt muss ich kontern schnell. Ja, sie habe ich getroffen. Aber ist gut, dass ihr mal seht. Ich ziehe nur wieder her. Ja, wie gesagt, ein Schlag, das ist, wie gesagt, das meinst du, ein, zwei Schläge und die sind tot, ne? Gut, ja, wo sind wir stehen geblieben? Genau, also das ist der zum Herziehen, ja. War gut sogar, dass der kam, weil dann kommt man gleich einmal ausprobieren. Dann als nächstes haben wir die Kreistaste, das ist dann Flipendo. Mit Flipendo, das braucht man dann auch bei Merlin-Rätseln, dass man Steine und so drehen kann und so weiter und so fort, ja. Das kann man aber auch mit Accio machen, mit der Vierecktaste, den was wir vorher gemacht haben. Wenn ich da ein Objekt dann nah bei mir habe, dann macht es dann automatisch den Zauber Wingardium Leviosa, ja, wo man Gegenstände oder auch Objekte oder auch Gegner schweben lassen kann und die dann auch drehen kann. Ja. Und das kann man in Verbindung eben auch mit Accio machen. Man zieht ihn her und dann wechselt er automatisch in Wingardium Leviosa über. Ganz tolle Sache. Also vor allem bei Objekten. Und dann haben wir noch das X. Das ist Descendo. Auch ein toller Schlag. Da schlägt er dann den Gegner mehr oder weniger nach unten. Ja. Ich zeige es euch nochmal kurz hier an der Vorstellung der einzelnen Magien. Accio haben wir da. Beschwert eine Vielzahl von Objekten und Gegnern herbei. Bestimmte magische und schwere Objekte erfordern dabei anhaltenden Einsatz. Wenn ein herbeigerufenes Objekt in deiner Nähe ist, wirkst du automatisch Wingardium Leviosa, da steht sogar, um es weiter schweben zu lassen und zu steuern, ohne dass weitere Tastenbefehle nötig sind. Ganz cool. Man kann sie auch dann noch drehen, um 180 Grad in alle Winkeln und Richtungen. Ist auch sehr, sehr wichtig dann für gewisse Rätsel, die man dann machen muss im Spiel. Ja, das Bandau, das Wegschleudern dann, ist Depulso, wie gesagt. Wehrt viele Arten von Objekten und Gegnern mit beachtlicher Kraft ab. Obwohl es keinen direkten Schaden bei Gegnern verursacht, können Gegner und Objekte gleichermaßen mit zerstörerischen Folgen aufeinander geschleudert werden. Auch nützlich zum Schieben und Drehen von Objekten für verschiedenste Zwecke. Genau. Descendo haben wir dann, verursacht keinen direkten Schaden, aber Objekte und Gegner, die auf den Boden geworfen werden, erleiden erheblichen Aufprallschaden. Gegner in der Luft erleiden noch größeren Schaden beim Aufprall auf den Boden. Und Flipendo, sagte ich auch, da dreht sich dann immer das jeweilige Objekt.
Wirft Objekte und Gegner nach oben und hinten. Dank der kurzen Abklingzeit eignet es sich hervorragend zum Jonglieren. Seine Fähigkeit, Objekte auf Anhieb zu kippen, ist nützlich, um Rätsel zu lösen und die Schwächen bestimmter Gegner auszunutzen. Da gab es auch ein Achievement, dass ich eine Kuh, ja, ihr habt schon richtig gehört, die ist auf der freien Wildbahn irgendwo, ja, im Hochland, einfach eine Kuh finden, ja, und die dann, glaube ich, 10-mal mit Flipendo drehen, ja. Die schleudert es dann, glaube ich, 10-mal um ihre eigene Achse in der Luft. Und wenn man das schafft, bekommt man Milchshake. Das ist ein Achievement. Ja, wirklich. Braucht man auch für die 100%, also für die Platin, ja. Ganz tolle Sache, ne? Jo, ja, und übrigens sage ich gleich dazu, man muss auch unter anderem eine 100er-Kombo machen. Da gibt es Gegner, muss man erst einmal entflammen, ja, mit Zauber, und dann sind die erst angreifbar, ja. Dann kann man sie erst, dann verlieren sie erst auch Leben dann auf ihrer Leiste. Und solange man da andere Zauber wirkt, funktioniert das nicht. Allerdings bei der 100er-Kombo ist es optimal. Da sucht man sich einfach solche Gegner und die schlagt man dann einfach mit irgendeinem Zauber, der kein Feuer verursacht. Ja? Und dann hat man relativ schnell so ein 100er-Kombo beisammen. Ja? Denn auch wenn man ein, zwei Sekunden nicht schlägt und dann erst wieder, wird die Kombo nicht so schnell abgebrochen. Also es ist ziemlich simpel. Das hat man dann gleich erledigt. Jo, weiß jetzt gar nicht, wie die Inferi oder so irgendwie. Inferio oder so irgendwie heißen diese Gegner. Das sind wie so Zombies. Ja. Inferi, glaube ich. Inferi heißen die so. Okay, gut, das war dann diese Rubrik. Als nächstes machen wir dann die gelbe. Gleich. Die habe ich hier, wie gesagt, auf dieser Leiste. Auf dieser Leiste sage ich. Ich drücke R2 und dann nach rechts. Also nach unten habe ich die blaue, nach oben habe ich die rote, nach rechts habe ich die gelbe. Und das sind jetzt interessante, denn da haben wir zum ersten Mal die Dreiecktaste, haben wir Eis. Glacius, ja. Kann man alles vereisen oder alles, was brennt, kann man dann, ja, entflammen. Ja. Also die, nicht entflammen, sondern die Flamme weglöschen. Einfacher gesagt, löschen. Sagen wir mal löschen, ja. Deflammen. Ihr wisst, was ich meine. Einfach löschen, ja. Und auch sinnvoll bei gewissen Rätseln. Ich habe es einmal gebraucht in diesem Bereich, wo ich raufging, zum Krankenflügel rauf. Da brannte irgendwo in einem Zimmer ein Kamin, im Kamin das Feuer, und das musste ich löschen, und dann kam ich in einen Geheimbereich. Ja, also könnt ihr euch auch merken, und da braucht man eben Glacius dafür. Ja. Jo, dann haben wir als nächstes die Hand, das ist Virk. Arrestmomentum, auch ganz wichtig bei gewissen Rätseln. Alles, was sich dreht, was sich bewegt, kann man verlangsamen. Ja. Ganz wichtig auch. Ganz tolle Sache. Und später, wenn man Tiere einsammelt oder fängt, ne, diese Fabelwesen, da mache ich immer als erstes das Arrestmomentum, dass es verlangsamt ist. Und dann mache ich erst, ja, das zeige ich euch dann erst später, wie man dann diese Viecher einsammelt. Ja. Dann haben wir da die Kreistaste. Das ist dann mehr oder weniger die Feder. Das ist Levioso. Am Anfang hat man Wingardium Leviosa noch nicht. Und die Vorstufe mehr oder weniger ist Levioso. Da kann man auch Gegenstände leicht anheben. Ja? Hat aber nicht die Kraft und die Stärke von Wingardium Leviosa. Aber das ist einer der ersten, den man bekommt. Ja? Und last but not least haben wir dann noch das X. Das ist der Zauber, ich sag's euch gleich, wie er heißt. Da kann man nämlich Gegenstände oder ja, Gegner in Gegenstände verwandeln. Ja. Wir schauen uns jetzt alles noch einmal an. Fangen wir gleich hier an mit Arrest und Momentum. Verlangsamt sowohl Objekte als auch Gegner und verschafft dir dadurch zusätzlich Zeit, um deinen nächsten Schritt zu planen. Also wie gesagt, bei manchen Rätseln dann unbedingt vonnöten.
Dann haben wir Glacius eben, friert Gegner ein und erhöht den Schaden, den sie durch Folgeangriffe erleiden. Wenn er eingefrorter dann natürlich noch einmal getroffen wird, dann ja, ist er meistens beim zweiten Mal dann fast tot, ja, wenn es nicht gerade ein Bossgegner ist. So, dann haben wir Levioso, also nicht zu verwechseln mit Wingardium Leviosa. Also Leviosa darf man ja nicht sagen, ne? Das hat ja die Hermine schon gesagt, das heißt Wingardium Leviosa und nicht Wingardium Leviosa. Gut, haben wir wieder was dazugelernt. Ne? So, lässt Objekte und Gegner schweben, nützlich sowohl zum Lösen von Rätseln als auch zum Überraschen von Gegnern. Und last but not least, die Transformation verwandelt Objekte und Gegner in alternative Formen, ob Rätsellösungen oder harmlosen Schnickschnack. Ja, ist ein bisschen eine Spielerei, habe ich eigentlich nie verwendet oder braucht. Aber ja, das ist so ein Scherz am Rande, würde ich sagen. Gut, und dann fehlt uns noch die vierte Rubrik. Das sind jetzt eher mehr so werkzeugtechnische Sachen. Aber ich fange gleich unten an mit Nix, das ist Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Haben wir ja vorher schon gesagt, also ich kann es mit Accio, das war hier die Viereck-Taste Accio, automatisch was anziehen und es wechselt sofort nach Wingardium Leviosa über. Oder ich mag es direkt mit Wingardium Leviosa. Das kann man dann aussuchen, wie man will. Ja, dann haben wir die Viereck-Taste. Das ist jetzt die Unsichtbarkeit, ja. Also ganz toll, wenn man sich bei Gegnern anschleicht, ja, und die von hinten mit einem ich mich lieber nicht allein erwischen lassen. Anschleicht und die von hinten dann erledigt. Ganz tolle Sache. Und auch bei diesen Kisten, wo ich sagte, mit diesem Auge, wenn man sich denen so nähert, dann sieht einem die Kiste nicht und man kann sie ohne Probleme aufmachen. Ja? Sonst würde man die Kiste nie aufbringen. Da braucht man unbedingt diesen Zauber. Und ich zeig's euch mal kurz. Ich habe Brockborough so oft überfallen. Die Leute dort können sich absolut nicht verteidigen. Petrificus totalus. Sind sofort dann tot. Ist auch ein für ein Achievement wichtig. Muss man 50 Mal machen bei Gegnern, ja, dann hat man auch dieses Achievement freigeschaltet, ja. Und wenn man die Taste wieder drückt, dann ist man wieder, ja, mehr oder weniger sichtbar, ja. Ganz tolle Sache. Auch wenn man Tiere einsammelt, ja, wenn man sich denen nähert, manche sind relativ scheu und hauen gleich ab. Wenn man sich diesen dann so nähert, dann ist es auch einfacher. Jo, ich gehe da wieder ein bisschen Sicherheit, dass ich nicht wirklich gleich gesehen werde von denen. So, als nächstes auch ein wichtiger Zauber, die Kreistaste. Reparo. Reparo, kennen wir alles. Manchmal sind in der Gegend irgendwo kaputte Brücken oder in der Story, dann ist irgendwas eingebrochen. Man muss es wieder reparieren, dass man weiterkommt. Einfach diesen Zauber dann anwenden. Und last but not least, die Dreiecktaste. Genau, Licht ist immer gut in dunklen Dungeons, Kerkern, wo es relativ finster ist, einfach das Licht nehmen. Oder bei dieser Klettranke, die sich am Boden oft befinden, diese, wie heißen sie? Diese, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, jedenfalls können einem die ordentlich Aua machen und das Licht verdrängt die. Ja? Also da ziehen sie sich dann zurück und man kann ohne Probleme durchgehen. Gibt es auch ein paar Kerker, wo diese komischen, ja, Kletten da am Boden herum lungern, mehr oder weniger, und mit Lumos kann man die dann mehr oder weniger beseitigen. Also ganz wichtig auch. Und unter anderem dieses Rätsel dann im Schloss, wo diese ganzen Spiegel sind, da muss man dann mit Lumos einmal den Spiegel aufdecken, wo dann derjenige, der jeweilige Schmetterling dann versteckt ist. Meistens ist der im Umkreis von den 20 Meter irgendwo dann versteckt, aber dann hat man einen Anhaltspunkt. Und das ist nur sichtbar. Und generell Schmetterlinge kann man nur leiten oder lotsen mit einem Lumos-aktiven Stab. Genau. Dann bleiben die wie haften, wie auf einem Magnet bleiben die dann haften und man kann sie dann bis zum Spiegel bringen und dann wird der dann in den Spiegel eingesetzt und das Rätsel ist gelöst. Genau.
So, dann haben wir das erledigt. Jetzt haben wir eigentlich die gelbe Rubrik, die blaue Rubrik, die rote Rubrik und die hell, also die lilane oder schauen wir lila oder violett, lila eher und die hellblaue Rubrik erledigt. Was noch wichtig ist und interessant, manche Gegner haben dann so eine Art Schutzschild rund um ihren Körper in den jeweiligen Farben, eben gelb, rot oder blau. Ich sage mal blau, meine ich diese Farbe hier. Und dann muss man den jeweiligen, die jeweilige Magie wirken, wie die Farbe von seinem Schutzschild ist, um diese zu durchbrechen. Und erst dann ist er anfällig dann auf weitere Schläge, ja. Es sei denn, es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn ich die alte Magie benutze, die dann gleich direkt auch so einen Schutzschild durchbricht, ja. Da steht dann über den Kopf, über den Körper des jeweiligen Gegners dann entweder ein R1 und R2-Symbol, da muss ich gleichzeitig die Tasten drücken und dann ist das, durchbreche ich das auch ohne Probleme. Also gibt es auch die Möglichkeit. Gut, dann haben wir hier dann nur mehr diese drei komisch grünen da. Das sind wichtige nur für die, Moment, wie jetzt mal wieder den Namen vergessen. Ich schaue schnell, das sage ich euch schnell. Sorry, sorry. Ah ja, da waren wir eh schon. Nämlich für den Raum der Wünsche. Das ist mir jetzt gerade nicht eingefallen, der Raum der Wünsche. Denn da kann ich mit diesem Kelch hier, kann ich Gegenstände, die ich bereits gefunden habe in der Welt über Collectibles, dann mal platzieren, wo ich es halt hin will, ja, in meinem Raum der Wünsche dann. Dann habe ich hier die Möglichkeit mit Änderungszauber. Wenn ich den aktiviere, da kann ich das jeweilige Item, das ich dann platziert habe, dann verdrehen, vergrößern, verkleinern, die Farbe ändern. Wie Sie es hier seht, ich kann es, ja, sieht man es mit der Farbe auch? Ja, seht, hier kann man die Farbe ändern, das kann ich alles mit diesem Änderungszauber machen. Und mit Evanesco kann ich das jeweilige Item dann löschen, wieder weggeben, ja. Man muss in der Welt, das ist eine Materialien, die kann ich in der Welt finden. Das ist mehr oder weniger die Währung für den Raum der Wünsche, denn mit dem kann ich einkaufen, ja. Aber da findet man in der ganzen Welt so viel, die kann man dann abbauen, wie so Kristalle sind das, die sind in der ganzen Welt überall. So blaue Kristalle und die Mondsteine schimpfen sich die, glaube ich, mit denen, kann man dann die ganzen Sachen kaufen, also die Währung mehr oder weniger. Jo, das waren diese drei Sachen, ja. Und meine drei Lieblingssachen, das sind die unverzeihlichen. Aber vorher schauen wir uns noch einmal kurz hier das, haben wir nämlich das letzte Mal noch nicht, das haben wir schon gemacht, das haben wir noch nicht gemacht, das wollte ich euch noch zeigen. Die Desillusionierung lässt dich mit deiner Umgebung eins werden, wodurch du für andere schwerer wahrzunehmen bist. Perfekt, um herumzuschleichen oder sich Gegnern unentdeckt zu nähern, um Betrifikus total auswirken zu können, wie wir es eben vorher auch schon gemacht haben. Dann haben wir Lumos. Damit kannst du im Dunkeln sehen oder Rätsel lösen, für die zusätzlich Licht benötigt werden. Und hier seht ihr diese Ranken am Boden. Habt ihr es gesehen? Und auch Schmetterlinge kann man einsammeln. Das ist auch, war auch für ein Merlin-Rätsel notwendig. Und hier seht ihr es am Boden, denn das macht sonst ordentlich Aua. Also auch sehr wirksam und hilfreich für viele, viele, viele Rätsel. Jo, Reparo, habe ich schon gesagt, ermöglicht es dir, gewisse beschädigte Objekte rasch in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Ja. Ist auch sehr, sehr sinnvoll, obwohl, ja, theoretisch, man kann hier durchs Wasser durchschwimmen, auch auf der anderen Seite drüber gehen oder mit einem Besen drüber fliegen. Das ist, ich sage mal, ist nicht so das Problem. Aber ja, kann man machen. Ne? Und ja, Wingardium Leviosa, nicht Wingardium Leviosa. Lässt bewegliche Objekte schweben und kontrolliert sie. Kontrolle die Position mit deinen Bewegungen und nutze rauf, runter, links, rechts, um die Distanz und Rotation einzustellen. Nachdem du ein Objekt mit Accio herbeigeschworen hast, wirkst du automatisch Wingardium Leviosa, haben wir auch schon besprochen. Genau. Dann haben wir das Hellblau auch durch. Das haben wir auch besprochen.
Das eine ist eben der Beschwörungszauber, beschwört Gegenstände aus dem Nichts. Und genau, wenn im Raum der Wünsche gewirkt wird, wie gesagt, die drei sind nur für den Raum der Wünsche, da ändere ich die physische Form und die Eigenschaften und da lösche ich dann das jeweilige. Und die Mondsteine, wie ich sie investiert habe, durch den Kauf, die bekomme ich dann auch wieder zurück. Also das ist ja eh relativ human. Jo, dann die drei unverzeihlichen Flüche. Imperio, ja, zwingt Gegner vorübergehend dazu, an deiner Seite zu kämpfen. Solange sie unter deiner Kontrolle stehen, erleiden sie weniger Schaden durch andere Gegner. Um ihre Loyalität zu dir zu verlängern, wirkt außerdem einen Fluch auf das Opfer. Verfluchte Gegner erleiden zusätzlichen Schaden. Also ja, theoretisch, wenn ich jetzt ganz brutal spiele, ich zeige es euch jetzt mal und dann später gehen wir noch in einen Bereich. Das ist, glaube ich, auch einzigartig, nur in der normalen Version des Spiels gibt es die auch nicht. Diesen Trainingsbereich, ich glaube mit 4 oder 5 Wellen, die mache ich abschließend, da kämpfe ich dann mit diesen drei Todeszaubern. Aber ich glaube, der ist auch nur in dieser Special Edition, oder Special Edition, Limited Edition, oder ich weiß gar nicht, wie der heißt. Na, Limited auch nicht. Oder doch, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls in der Standard Edition ist der nicht dabei. Wie auch ein paar Kostüme und eben diese eine Mission in Hogsmeade und ein paar Sachen sind da eben, ja. Und ich glaube, das Reittier der Onyx, der ist auch bei der normalen nicht dabei. Oder der Destral, ich habe keine Ahnung. Ein paar Sachen sind anders. Okay, das war Imperio. Dann haben wir Crucio. Führt dazu, dass sich die meisten Gegner vor Schmerz krümmen, während sie mit der Zeit Schaden erleiden. Wirkt außerdem einen Fluch auf das Opfer. Verfluchte Gegner erleiden zusätzlichen Schaden. Also ganz brutal. Und ja, ich glaube, der härteste überhaupt in der Geschichte von Hogwarts. Avada Kedavra. Unverzeihlicher Fluch, tötet Gegner sofort. Also ganz eine tolle Scheiße. werden wir dann mit Samen ausprobieren. Und im Raum der Wünsche, den schauen wir uns dann später auch noch an, das machen wir dann im nächsten Part. Da sind dann diese drei Items wichtig von Nutzen. In der ganzen Welt kann man Tiere einfangen. Ihr seht es schon am Bild hier. Das war übrigens ein Mondkalb, ja. Und da wo die halt weiden dann, die ganzen Viecher. In der ganzen Welt sind die halt irgendwo, ja. Und die kann man einsammeln. Und ich kann schon bis zu 55 oder 60 freie Plätze habe ich. So viele Tiere könnte ich einsammeln. Und die könnte ich mir dann eben bei mir im Raum der Wünsche dann züchten. Und ja, liebhaben und streicheln. Ich habe alles schon gemacht. Das zeige ich euch dann alles dann später. Und auch füttern kann man sie natürlich. Also könnte man sich dann auch auf die Schnellstartleiste legen. Ich habe es jetzt mal rausgenommen, weil so oft mache ich es nicht, brauche ich es nicht. Und das, ja, weil ich ein Pazifist bin, lasse ich mir die auch da liegen, weil sonst ist es schon ein bisschen brutal, wenn ich mit die zaubern würde. Aber ja, machen wir dann später sowieso. Aber jetzt noch ganz kurzes Gameplay. Jetzt werden wir die ganzen Freaks da schnell besiegen noch, dass ihr mal seht, wie ich kämpfe, wenn ich in Action bin. Aber das jetzt dann sowieso noch, später noch besser. Aber jetzt machen wir es mal ohne, dass ich mich da heimlich anschleiche. Ja, und hier seht ihr ein R1. Wenn ich da drücke, schießt er automatisch, schleudert er den automatisch auf ihn drauf. Ne? Das war One-Hitter. Und wenn da eben so Gegenstände um und um stehen, kann man sich die zunutze machen. Ne? Aber ihr seht, das ist eigentlich eher Wahnsinn, was ich da... Ein Schlag, ne? Ein einziger Schlag. Also, ja. Hergezogen mit Accio und dann mit Depulso noch eine. Also man kann hier wirklich auch ein bisschen, wenn man lernt, hier Kombos machen. Oder aus verschiedenen Zaubern eben gute Kombinationen machen. Das ist schon wirklich eine tolle Sache. Ich will jetzt noch einmal hier. Okay, jetzt habe ich den nicht ausgerüstet, da gebe ich mal den wieder rein. Da gebe ich mal genau Incendio rein. Aber der einzige Nachteil, wie gesagt, bei Incendio ist, dass man sich da ziemlich nah hin muss. Also der wirkt nicht auf. Der wirkt zwar extrem flächendeckend, aber auf die Entfernung nicht so.
Seht, jetzt habe ich R und L1. Das ist die alte Magie. Das tötet auch Gegner sofort. Oder eben man kann sich die um... Seht, jetzt muss ich umschalten auf einen blauen Zauber und dann kann ich ihn... Sonst würde ich den Schutz von ihm nicht durchbrechen können. Da muss man immer schauen, welche Farbe dann sein Schutz ist. Den holen wir uns wieder her, wenn ich ihn treffe. Dann muss ich wieder warten, bis es auflädt. So, jetzt holen wir uns sich mal her. Na komm. Bam. Jetzt schalte ich um. Und Incendio. Und tot. So geht's auch, ne? Also man kann ihn wirklich kombinieren nach Lust und Laune, wie man will. Also ganz, ganz eine tolle Sache. So, was habe ich noch nicht gemacht. Ja, den könnte ich jetzt mal entwaffnen mit Expelliarmus. Ja. Das muss ich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Okay, das war jetzt, ja, weil auch dieser Zauber ist mega stark bei mir schon mittlerweile. Expelliarmus ist meistens auch schon ein One-Hitter. Weil ich auch, wie gesagt, im Raum der Wünsche meine ganzen Zauber von schon verstärkt auch noch habe und meine Ausrüstung bzw. mein Outfit auch noch verstärkt habe beim Webstuhl. Ja, das kann man sich alles kaufen, das sind alles Ausrüstungs-, also Inventar, Gegenstände. Und über diese kann man, aber das erkläre ich euch dann alles, wenn wir im Raum der Wünsche sind. Okay, das soll es mal jetzt gewesen sein. Nein, es ist noch nicht gewesen. Ist noch nicht gewesen, denn wir reisen jetzt nochmal ganz nach oben. Habe ja gesagt, mit dem höre ich auf, ich muss, sollte sich aber ausgehen. Ich hoffe, dass sich das ausgeht. Und zwar reise ich dahin nach, wo ist denn? Irgendwo, und das, wie gesagt, das gibt es, glaube ich, nur in dieser Edition. Kleines Banditenlager, wo haben wir es denn? War das hier? Wo war denn das? Wo war denn das? Muss ich wieder suchen. Da kann man immer wieder rein, glaube ich. Glaube ich schon, dass man da immer wieder rein kann. Nicht, dass ich da einen Blödsinn sage. Aber ich glaube schon, oder? Spinnenhöhle? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich dachte doch. Kleines Banditenlager. Das war das. Kampfarena. Achso, das war die normale Kampfarena. Die meine ich nicht. Ich meine die... Trollversteck? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ist das nur einmal zum Spielen gewesen? Na, oder? Das ist nicht diese Kampfarena. Das sind normale Kampfarenen. Da kann man sich auch ausleben. Aber da gibt es die schwarze mit schwarzer Magie. Die Kampfarena mit schwarzer Magie. Oder war die da herunten? Da haben wir es, da haben wir es. Kampfarena der dunklen Künste. Bekämpfe Wellen von Gegnern in dieser Kampfarena mit dem unverzeihlichen Flüchen Avada Kedavra, Imperio und Crucio, plus den Explosionsfluch Confringo. Zusätzlich zu ihren einzigartigen und verheerenden Effekten durchbrechen die unverzeihlichen Flüche alle Schutzzauber. Genau. Und da reisen wir jetzt mit der Flohflamme gleich hierher und das schauen wir uns noch abschließend an und dann seht ihr mal, wie cool das ist. Ne? Das ist nämlich schon vorgebaut, mehr oder weniger, dieses Magie-Ausrüstungsset. Werden wir aber gleich nach oben, da muss ich da, wo muss ich da hin? Muss ich da rauf? Du sollst schlüpfrig wie ein Kelpie sein. Ah, da bin ich schon. So, gehen wir da mal rein und jetzt wird's interessant. Und viel Spaß. Tolle Sache. Da kann man sich so richtig ausleben. So, und los geht's. Also ihr werdet wahrscheinlich beim ersten Mal noch sicher nicht so stark sein wie ich jetzt. Yeah.
den Sieg zu teilen. Ah, ich liebe dieses Spiel. Dann ist allein Ranrock schuld. Muss ich kurz ausweichen, weil diese blaue Magie habe ich ja nicht. So, die 5 Wellen gibt's. Die vorletzte ist das jetzt. Da kommen jetzt schon Trolle. Na, dann bekämpf ihn mal. Mit Imperio kann man nämlich den einen auf seine eigene, auf seine Seite dann bringen. Hab's das gesehen. Ein Avada Kedavra Double Kill. Das war's. Sit. So wird's gemacht. Coole Scheiße, ne? Okay, dann habt ihr es auch mal gesehen mit den unverzeihlichen Flüchen. Und wir werden zum Hochland zurückkehren. Zurückkehren. Und werden den Part beenden, würde ich sagen. Und das nächste Mal, na, schauen wir mal, was uns dann erwartet, was wir als nächstes machen. Und ja. Übrigens, wir sind im verbotenen Wald hier. Da gibt es auch ordentlich viel Spinnen und so. Aber ja, wow. Gut. Sei es wie es sei. Macht's gut, Leute. Und das nächste Mal seid hoffentlich wieder dabei. Dann gibt es wieder neue Erzählungen und Erklärungen, ja, von Hogwarts Legacy auf der PlayStation 5. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.